Ah, nein, da wurde gerade nicht im Fall. Da ist die Chemiefabrik, guck mal, das ist ein Lehrer. Ja, die Mann ist hier. Nepomuk's Kinderwelt. Hey, Jan, haben wir da einen Sopp? Haben wir Bürger, Gustav Bürger. Ja, ja. Also da haben wir jetzt bis zur Autobahn haben wir jetzt gesehen. Ich glaube sogar noch den Hand. Nächstes Mal schauen wir uns die andere Seite an. Vor der Autobahn. Okay? Dann gehen wir dann an die Autobahn. Ein bisschen bewegt haben wir uns auch. I'm walking. Yes, I'm walking. Das könnten Steuerpflichten sein. Aber irgendwo muss dann auch von Rall stehen. Die Steuerpflichten. Parkordnung, Stadtgärten, Rheingärten, Stadtpark, Wurloch. Das ist doch Wurloch. Nein, das Wurloch ist da drüben. Ach so. Warst du vor 2 Jahren in Neuenburg oder ich? Hey du, ich bin das erste Mal hier. Ich hätte rein theoretisch auch heute meine Gartenschau-Mütze anziehen können. Was wolltest du anziehen? Die Gartenschau-Mütze. Ah, natürlich, wenn du eine hast, ja, hast du können anziehen. Aber das hast du vorher nicht gewusst. Ja? Hast du vorher nicht gewusst, wo wir hingehen? Dass wir auf der Gartenschau landen. Und dann noch so speziell. Aber jetzt habe ich zumindest die Freiburg-Mütze. Genau. Ein Bauwagendorf. Das war bestimmt geöffnet während der Gartenschau. Freiburg-Mütze ist auch okay. Noch ein Stück, da kann man rechts abbiegen, glaube ich. Kommen wir irgendwann an. Glaubst du? Die Saison ist ja vorbei, oder? Das war letzte Bundesliga-Spiel dann. Ah, da vorne ist auch irgendwas. Seniorenzentrum. Ist das hier? Ich habe morgen schon was.
Tempomat. Guck mal, da wo die Fahne hängt. Der Eisautomat. Ja, da würde ich lieber kein Eis rauslassen. Warum nicht? Ja, weil es in der Sonne steht, sind das so Automaten, sind sie Batterieschleuder. Ah, da ist er. Hier gibt's Eis. Und Restaurant zum kleinen Hecht. Das Eis befindet sich unter diesem Deckel. Guten Appetit. Nein, lieber nicht. Die Wolken langsam. Hat jemand irgendeine Ahnung, wo wir gerade sind? Nö, ich noch hinterher. Naja, keine Panik. Wir laufen jetzt weg von dem roten Turm. Da vorne sind wir gleich im Auto. Ja, sicher. Klar gab es mehr. Das Gelände ist noch so, wie es ist. Also, wir sind mit dem Auto reingekommen. Da hat er da ganz sparkelt. Aber da waren halt mehr Schuppen oder so Sachen noch aufgebaut. Ja, wir haben den Garten schon. Man hat Einschlafen mit so drinnen in Wohnhäuser oder sonst was. Unser Auto steht noch da. So ein Glück. Müssen wir noch hier rausfinden. Ich sag einfach nein, wir wollen heim. Man muss es sonst wieder rausbringen. Also fahren wir nach Neuenburg, den Eissiedler, da wird es eigentlich gehen. Ja, wie ihr wollt. Ja, ja, sonst wird es zu spät zum Eis essen. Oder wie du willst, meine ich. Danke. Wie die Mama will, wie das. Wie wir wollen. Wir können auch nach Lörrach dieses Zeug holen und dann nach Lörrach noch auf dem Marktfest noch ein Eis essen. Und danke. Kurz vor dem Roten Turm ist noch ein kleiner See. Da ist ein kleines Gelände, gell? Ja, und dann, und irgendwo da müsste dann so eine kleine Unterführung sein, die unter der Straße runterführt. Ja, das sind ja noch, das sind ja Häuser. Dann gehen wir, laufen wir die Richtung, nicht am Haupteingang. Vielleicht ist da eine Bewertung irgendwelcher Art. Ich habe doch nochmal den Hose hochgezogen. Ein bisschen Luft reingelassen in meinen Laborarbeiterdekolleté. Das Dekolleté will auch Luft gefallen.
Frauenärztin mit mir auch nicht. Das war die Schlimmste, oder? Wo ist die Frauenarzt? Hier wird ja also die, wie das Landesschaugelände in Neuenburg nach 2 Jahren aussieht. Vielleicht gibt es ein Lokal. Ja. Ja. Lebensgefahr. Wenn du so Glück hattest, dass du im Leben davon gekommen bist. Vielleicht sind ein paar abgestorben und gestorben. Nicht zu fassen. Da sind wir gelandet. Aber das Gelände ist ja riesig, hä? Eben. Und es gibt eben noch das kleine Gelände, also am Vorloch. Das hier ist das große Gelände, gell? Ja. Das kleine ist da vorne vom Parkhaus nicht weit weg, gell? Das haben wir gesehen. Da ist ein kleiner See. Oh, hier sind noch welche. So. Da kommt hier, danke dir. Wieder ein bisschen Spaß. Gute Idee, dass wir noch einen Navi fahren, gell? So wie die Welt noch ist. Mit 2 Autos. Haben wir sich gewundert? Ja, auch. Ja, das ist ein bisschen. Aber ich muss sagen.
Machen wir selten nach Bern? Nee. Wir wollen nicht nach Bern laufen. Eigentlich kann man ein Schild besuchen. Ja, jetzt mach doch einfach mal. Was ist denn das? Die sind Drehpunkte. Drehpunkte? Da habe ich manchmal nicht gedreht. Guck mal, da ist eine Brücke auf dem Rhein. Gartenschau 2022 etwas ganz Besonderes. Die ganze Geschichte der Stadt ist von Höhe und Tiefe geprägt, die keine andere Zähringer Stadt so erlebt hat. Sind Sie neugierig geworden? Ich auch. Und deswegen nehme ich Sie gern mit auf eine Spurensuche zu den Pionieren des Mittelalters. 1175 wurde sie vom Herzog Berthold IV. Von Zähringen gegründet. Dodeby hat er das Land auf dem Neuburg Hittstedt erst etwa 10 Jahre davor ans Kloster zu Tennebach verkauft. Dann jedoch dämmerte dem Herzog die günstige Lage der Ländereien. Kurzerhand hat er die Mönche vertrieben und begann mit der Stadtgründung. Die Klosterbrüder waren Dodeby nicht begeistert, doch das ist eine andere Geschichte. Direkt am Ried und künftig ein wichtiger Handelsweg gemeldet, der mehrere Reise vor dem Hügel. Tiefster Alemannisch, oder kurz? Ist doch groß. Ja, aber nirgends was zu trinken oder zu essen. Wo steht das Bild? Hier, oder gibt es hier was? Das wäre eigentlich eine Bar gewesen, mit Toilette. Da gibt's nichts. Ja, da kann man reinrauchen. Chill-Out-Zone, ja, aber leider niemand hinter den Tresen. Hier kann man Chill-Out machen. Ach, vielleicht kann man sich den Überblick beschaffen. So eine Plattform habe ich das letzte Mal gesucht, wo der Kuchenblick gegangen ist eigentlich. Machst du einen Film?
Ja, die Fackel der Box. Ne? Das ist fliegend aufgehängt. Ah, das sind die Rheinterrassen, ja? Genau. Aber hier gibt's nichts, hier gibt's keinen Kaffee. Hier gibt's keinen Eismann. Ich kann euch selbst nicht bringen. Wir können ja nachher stromabwärts laufen und dann, zum alten Haupteingang. Wo ist der Haupteingang? Ja, dann gehen wir in die Richtung, komm. Du bist jetzt immer gar nicht mit dem Auto hingefahren. In die Richtung ist der Haupteingang, sagt der Silas. Jo, anscheinend, ich hab's gehört.